So, wie angedroht, ich befinde mich jetzt draußen in der freien Wildbahn, in der unberührten, naja, fast unberührten Natur. Und ich habe dabei meinen Magic Stick. Heute probiere ich ein paar Dinge mit dem Magic Stick, also Pixel Stick, aus und zeige euch, was damit alles möglich ist. Unter anderem habe ich nicht nur mein Pixel Stick dabei, sondern auch Trommelwirbel, DJI Mavic 2 Pro dabei. Wir haben es gerade um die 0 Grad. Mal schauen, wie das jetzt in der Luft sich verhalten wird. Dafür haben wir einen freien Himmel und es ist fast windstill. Also perfektes Wetter für die Drohne in Kombination mit dem Pixel Stick. Mal schauen, was sich da zaubern lässt. Lasst euch überraschen. Die Bilder folgen am Ende des Videos. Zwischendurch werde ich euch erklären, was ich da gerade eigentlich am Machen bin. Und egal, sei es drum, wir legen los. Ja, Freunde der Sonne. Da hinten seht ihr die Drohne. Die einzigen Special Effects heute. Es hat leider nicht geklappt. Die Problematik war einfach folgende. Pixel Stick, Fernbedienung und mit dem Daumen noch den Auslöser drücken und mit dem Finger den Auslöser vom Pixel Stick drücken. Ganz alleine. In weiter Flur funktioniert nicht. Deswegen habe ich jetzt abgebrochen. Leider ist aus den Bildern nichts geworden, die ich vorgehabt hatte. Ich hatte vorgehabt, den Feldweg hier einfach entlang zu laufen und dann ein paar coole Color Bars mit Langzeitbelichtung zu zaubern. Hat leider nicht funktioniert. Aus besagten Gründen. Dementsprechend schwenke ich jetzt um und lasse einfach die Drohne weg und versuche für euch ein paar andere Pixel-Stick-Bilder zu zaubern, ohne krasse Special Effects wie jetzt mit der Drohne, sondern einfach mit ein paar Gegenständen, vielleicht mit ein, zwei Autos. Mal schauen, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, ich gebe nicht auf und mache extra für euch noch weiter und versuche mal noch 2, 3, 4 coole epische Shots zu generieren. Jetzt lande ich erstmal das gute Stück und versuche mich jetzt auf die neue Lage einzustellen und komplett umzukrempeln. Bis gleich. So, mit O. Dann landen wir mal das gute Dröhnchen. Perfektes Timing. 12 Sekunden später. So, da bin ich wieder. Ein bisschen dunkler oder ganz aus. So. Ja, Location-Wechsel, Lageänderung. Ich bin jetzt in der Nähe von unserem Wohnhaus. Dementsprechend muss ich ein bisschen leiser sprechen. Ich will hier nicht die Menschen, also die Nachbarn wecken und den Eindruck erwecken, dass hier komische Menschen mit komischen Machenschaften am Werk sind. Also die Dinge, die ich jetzt gerade tue, meine Wenigkeit. Dementsprechend versuche ich etwa leise zu reden. Also ich habe hier hinten schon was aufgebaut. Ich mache mal mit meinem Magic Stick Licht. Vielleicht erkennt man da was. Nee, ich glaube nicht. Und vertraut mir, das erste Foto wird auf jeden Fall cool und ich werde es euch natürlich auch gleich zeigen und einblenden lassen. Aber ich werde das Ganze auch nochmal in den Credits des Videos alles nochmal in groß zeigen, damit ihr einen Eindruck habt, zu was der Pixel Stick imstande ist. So, jetzt viel Spaß, beziehungsweise wartet auf die Ergebnisse. Ich muss jetzt ackern bei jetzt mittlerweile 23.30 Uhr und minus 2 Grad. Was tut man nicht alles für die Community? Bis gleich. So, Freunde der Sonne, ich zeige euch mal, was ich hier aufgebaut habe. Hier liegt der Pixel Stick bereit. In meiner Hosentasche liegt der andere Magic Stick bereit. Da ist auf jeden Fall mein Magic Stick, mit dem ich noch ein bisschen arbeiten kann, während ich mit dem Pixel Stick ausleuchten kann. Das ist das Stativ, womit ich jetzt gerade am Filmen bin.
Da ist die Kamera schon vorbereitet. Ich habe hier eine Sony Alpha 1 mit einem 16 bis 35 mm 2.8 G Master Sony Objektiv. Und das Objekt der Begierde ist hier ein Mini Cooper. Den werde ich jetzt versuchen, adäquat in Szene zu setzen. Und wie ich das Ganze machen werde, das werdet ihr gleich sehen. So, ich mache mich jetzt an die Arbeit. 1:37 später. Ich muss die Lampe noch herabsenken. Die LED-Stärke. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Ja, das erste Bild ist wie gesagt im Kasten. Ich muss es noch an dem Timing feilen. Und ich zeige euch mal das erste Ergebnis, was aber nicht das Endergebnis ist. Moment. Tada. Sieht man jetzt ganz schlecht, aber sowas in der Art soll es irgendwie werden. Ich muss noch das Timing richtig abpassen und den Hintergrund ein bisschen besser auswählen und noch smoother gehen. So, jetzt habt ihr einen Vorgeschmack, worum es da ungefähr geht, wie das Ganze funktioniert. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Zeitpunkt finden, um den Pixel Stick abzufeuern und den richtigen Moment abpassen, bei dem die Kamera ausgelöst wird und dann so mehr oder weniger um das Fahrzeug herumgehen, damit das etwas cooler aussieht, als das jetzt auf dem ersten Bild ist. Aber ich habe schon mal eine Grundlage und auf dieser Grundlage kann ich jetzt meine weiteren Fotos aufbauen. Und dementsprechend lege ich jetzt richtig los und ihr werdet jetzt am Ende des Videos oder am Ende und ihr werdet jetzt in den Credits des Videos die richtigen fertigen Endergebnisse sehen. Viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Video. Bleibt dran. Bleibt treu und schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Once you cross this world and into that unconscious state, you will vividly be present in everything you see. Closer and closer you go.